Hi, ich bin Anne und ich bin verrückt nach Handtaschen, deswegen zeige ich euch hier, wann immer möglich, neue Modelle, alte Vintage-Schätzchen und alles, was dazwischen liegt. Heute möchte ich über die Gabby von Kipling sprechen. Das ist die hier, die haben viele vielleicht schon mal gesehen. Das ist so ein Klassikermodell von Kipling. Die ist durch ihren Aufbau unheimlich geräumig. Die hat nicht nur hier vorne gleich mehrere Reißverschlusstaschen, die alle ganz tief reingehen und unheimlich viel Platz bieten, sondern die hat auch ein sehr, sehr großes Hauptfach mit Stifthalter, Steckfächern, auch noch ein Reißverschlussfach. Und hinzu kommt noch, dass die an der Seite zusätzlich auch noch, war noch drin, Fächer hat, die bis ganz runter gehen, was ich immer sehr schön finde, weil da kein Platz verschwendet wird. Das sind so kleine Fächer, in denen ich, wie ihr seht, hier Kopfhörer aufbewahre, aber auch so wiederverwendbare Stoffeinkaufstaschen passen da hervorragend rein, solche Obst- und Gemüsenetze, einfach alles, was man gerne verstaut hat und nicht in dem Hauptfach lose rumfliegen haben möchte. Deswegen finde ich die sehr gut. Und was bei der Gabby der Oberhammer ist, ist, wie weit sie sich unten ausdehnen kann. Ich habe da schon, wenn ich spontan einkaufen war, wirklich einen ganzen Supermarkteinkauf reinbekommen. Und ich war immer wieder geflasht davon, wie gut die aufgebaut ist. So, ich mache mal wieder zu. Die hat einen Umhängegurt, so einen typischen weichen, schönen Kipling-Umhängegurt, so ein bisschen knautschigen. Nicht diesen glatten, der in letzter Zeit immer häufiger auch dabei ist, sondern diesen richtig schönen Oldschool-Kuschelgurt. Und die hatte natürlich auch einen Plüschaffen, den habe ich aber abgemacht, weil das hasse ich, das gefällt mir überhaupt nicht. Ich finde das irgendwie total, weiß ich nicht, und deswegen fliegt der immer weg. Ja, die Gabby. Ich überlege schon länger, ob ich mir die nochmal in einer anderen Farbe kaufe. Die ist nicht ganz billig, die hat ein bisschen über 80 Euro bei Amazon gekostet. Allerdings dadurch, dass es so ein Klassikermodell ist, gibt es die natürlich auch gebraucht und die gibt es vor allem in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Farben. Denn so begeistert ich von der Gabby bin, so sehr finde ich sie auch nicht so besonders attraktiv. Das liegt nicht so sehr an der Form. Die Form ist okay, aber die erinnert mich immer so ein bisschen an so eine Kindergartentasche oder so eine sehr sportliche Tasche für ältere Damen. Und das möchte ich. Ich bin zwar schon Ende 30, aber das möchte ich dann doch nicht. Die gibt es auch in einer S-Version. Das habe ich auch schon mal überlegt. Dadurch, dass die normale Version dermaßen viel Platz bietet, wäre vielleicht die S-Version auch schon ausreichend. Bis jetzt konnte ich mich noch nicht dazu durchringen, aber vielleicht würde ich mir die mal in so einem schönen Metallic-Ton kaufen oder in diesem soften Olivton. Ich weiß leider gar nicht, wie der heißt, dieser helle Olivton, nicht der Olive-Olivton. Ja, aber ansonsten finde ich, ist die echt eine Tasche für alle Fälle, ja, und von der hat man auch ewig was. Also, wenn man sich eine aussucht, mit deren Style man gut leben kann und die zu allem passt, was man so im Schrank hat, dann wird man für immer mit der Gabby durch die Gegend laufen. Denn eine praktischere Tasche habe ich, glaube ich, noch nie besessen. Genau, das war's von der Gabby und mir und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!